Moin Leute, ich bin's Julian und heute zusammen mit Felix unterwegs hier in London, denn wir durften die neue DJI Spark ausprobieren und diese ist besonders wichtig für DJI, weil sie halt jetzt auf den Massenmarkt abzielt und daher wollen wir heute mal abchecken, wie sich denn die Videoqualität dementsprechend verhält und natürlich auch die DJI Spark gerade mit dem großen Bruder der Mavic Pro vergleichen. Von daher würde ich sagen, legen wir direkt los, auf geht's! Böse Zungen würden behaupten, dass es sich bei der DJI Spark um eine Einsteigerdrohne handelt und das ist auch gar kein Wunder, denn neben vielen verschiedenen bunten Farben bietet die Spark auch viele smarte Features, die das Steuern der Drohne besonders einfach machen sollen und so braucht man nicht mal mehr unbedingt eine App, um das Ganze zu steuern, sondern man kann auch einfach seine Hände nutzen, denn die Spark lässt sich auch durch Handgesten steuern. Zum Beispiel kann man die Drohne einfach von der eigenen Hand starten lassen und dann mit Handgesten das Kommando übernehmen und die Drohne nach links, rechts, oben oder unten kontrollieren und steuern lassen. Und das fand ich halt hier wirklich cool. Darüber hinaus gibt es noch vorprogrammierte Kamerafahrten, wo man die Drohne einfach um sich herum kreisen lassen kann oder dass die Drohne halt über einem emporsteigt, um halt viele verschiedene coole Perspektiven aufnehmen zu können. Und das Ganze funktionierte halt auch vollkommen automatisch, was mir auch sehr gut gefallen hat. Jetzt kommt allerdings die schwierige Frage und zwar, kann die Videoqualität denn auch mit diesen smarten Features mithalten und dafür habe ich mir ein besonders gutes Vergleichsobjekt dazu geholt und zwar die DJI Mavic Pro, der große Bruder der Spark und jetzt werden wir mal schauen, was da so die Unterschiede sind. Als erstes fällt einem natürlich direkt der größte Unterschied auf und das ist ganz einfach die Auflösung, denn die DJI Mavic Pro nimmt direkt in 4K auf, währenddessen die DJI Spark lediglich in Full HD filmt und das macht sich relativ schnell bemerkbar, denn das Bild der Spark ist einfach nicht so scharf und obwohl DJI behauptet, dass die Spark einen 4K Sensor eingebaut hat, der lediglich auf Full HD runtergescaled wird, um das Bild besser zu stabilisieren, muss man natürlich trotzdem sagen, dass man hier nicht um das Full HD-Bild rumzukommt. Wo wir aber schon bei der Stabilisierung sind, kann ich hier direkt mal meine Lobeshymne beginnen, denn die Stabilisierung ist hier wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das Bild ist wirklich enorm stabil und das Ganze macht wirklich überhaupt gar keine Ruckler. Das hat mir extrem gut gefallen. Man muss allerdings dazu sagen, dass es schon noch kleine Unterschiede zum Mavic Pro gibt. Das fällt besonders auf, wenn man eine lange Zeitrafferaufnahme mit der Drohne machen will. Man macht einen langen Flug und möchte den dann halt im Schnittprogramm halt schneller abspielen lassen, also die DJI Spark besitzt keine Dreiachsenstabilisierung und das führt dazu, dass bei so einer längeren Zeitrafferaufnahme das Bild etwas ruckliger aussieht, wie zum Beispiel bei der Mavic Pro. Das ist allerdings ein Unterschied, der sich wirklich nur in sehr speziellen Anwendungsfällen bemerkbar macht und der natürlich auch gerade bei dem Preisunterschied zu vernachlässigen ist. Aber nicht nur bei der Stabilisierung ähneln sich beide Drohnen sehr, sehr stark, sondern auch beim Dynamikumfang. Auch hier konnten wir keine großen Unterschiede feststellen und somit verhalten sich beide Drohnen bei Gegenlicht relativ ähnlich. Wo die Bewertung jetzt allerdings viel schwieriger wird, sind die Farben, denn wir hatten bei unserem Test wirklich enorm gutes Wetter, sehr, sehr gute Lichtverhältnisse und bei diesem sehr hellen Licht, was schon teilweise zu hell war, also die Sonne hat hier wirklich sehr, sehr hart geballert und dabei muss man sagen, dass die Spark halt ein etwas verwascheneres Bild geliefert hat, währenddessen die Mavic Pro halt hier die satteren Farben aufgenommen hat. Wir haben allerdings in anderen Videos gesehen, dass sobald sich die Lichtverhältnisse etwas ändern, das Ganze halt sehr schnell genau andersrum aussehen kann und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Farben sehr schnell und sehr einfach im Schnittprogramm dann halt auch wieder angepasst werden können, sodass halt, wenn die Drohne mal daneben liegt, das auch kein Weltuntergang ist und man das Ganze dann im Schnitt auch sehr schnell wieder korrigieren kann. Kommen wir also nun zum Fazit und hierbei muss man ganz ehrlich sagen, dass die Mavic Pro schon das bessere Bild liefert und natürlich auch in einigen Aspekten, wie bereits gerade schon erklärt, einfach die Nase vorne hat. Der DJI Spark muss man allerdings zugutehalten, dass sie einfach viel, viel günstiger ist und somit gerade für Szenarien geeignet ist, wo man vielleicht einfach mal einen unkomplizierten Vlog drehen möchte oder ein schönes Urlaubsvideo machen möchte und hierbei hat die DJI Spark natürlich noch den Vorteil, dass sie einfach sehr, sehr unkompliziert ist und einfach benutzerfreundlich ist. Das ist hier auf jeden Fall die Stärke der DJI Spark und von daher ist sie auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Drohne, die auch für viele Leute da draußen auf jeden Fall die richtige Wahl sein wird.
das ist es auch von diesem Video. Ich hoffe, es war interessant für dich. Schreib mir doch gerne mal dein Feedback unten in die Kommentare. Und falls du jetzt noch mehr Informationen zu der DJI Spark haben möchtest, dann kann ich dir nur das Video von Felix empfehlen. Der ist nochmal so generell auf die DJI Spark eingegangen, wo ich mich ja jetzt hier mehr auf die Videoqualität konzentriert habe. Von daher schaut da auch gerne mal vorbei. Ihr findet das Video unten in der Videobeschreibung verlinkt und natürlich auch hier oben in der Infokarte. Dann würde ich sagen, sehen wir uns aber auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.